Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Mittwoch, den 21. November. Das Steimke Hallenbad bleibt höchstwahrscheinlich bis Jahresende geschlossen. Eine schnelle Reparatur des defekten Heizkessels ist nach Verwaltungsangaben rechtlich unmöglich. Ein Ausschreibungsverfahren sei nötig. Nienburgs politische Gremien befassen sich einmal mehr mit einem möglichen Baugebiet Segelwiesen. Die Diskussionen darüber begannen bereits 1994. Nach den aktuellen Planungen sind in dem Gebiet zwischen Bärenfallgraben, Steinuder Meerbach und Hannoverscher Straße gut 100 Baugrundstücke in verschiedenen Größen geplant. Wolf, Glyphosat, Düngeverordnung. Aus Sicht des Landvolkvorsitzenden Tobias Göckeritz aus Sonnenborstel werden die Bauern immer häufiger von der Politik gegängelt. Göckeritz sieht darin nach eigenen Worten gar eine Gefahr für die Demokratie. Das sagte er bei der jüngsten Kreisverbandsversammlung des Landvolks. Niedersachsens ranghöchste Polizeibeamtin arbeitet an der Polizeiakademie in Nienburg. Als Vertreterin des Direktors der Polizeiakademie ist Andrea Marquardt seit gut einem halben Jahr zuständig für die Akademieverwaltung sowie die Gewinnung des Polizeinachwuchses in Niedersachsen. Nur am kommenden Wochenende werden in der Galerie N noch einmal Werke der vor 3 Jahren verstorbenen, früheren Nienburger Künstlerin Sieglinde Ketterer zu sehen sein. Ihr Sohn Thomas hat knapp 50 Bilder aus München mitgebracht. Die Mühlenbachbrücke in Stolzenau soll saniert werden. Vorher muss jedoch eine andere Zuwegung für einen Kiesweg erstellt werden. Die Pläne dafür liegen vor. Jetzt geht es um die Kostenaufteilung zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde, die die Brückensanierung im Haushalt 2019 mit 50.000 Euro stehen hat. Zum Sport. Beim Fußball-Kreisligisten SCB Langendamm steht erneut ein Trainerwechsel bevor. Der erst im Sommer verpflichtete Andreas Laurin möchte sein Amt zur Winterpause hin niederlegen. Mit zweierlei Gründen. Zum einen bereitet ihm seine Bandscheibe Schmerzen, zum anderen vermiese ihm die geringe Trainingsbeteiligung die Freude. In der Tischtennis-Bezirksliga standen für den MTV Birken zuletzt 2 Derbys auf der Agenda. Die Nordkreisler um Raimund Köster konnten sich in beiden als Sieger durchsetzen. Zum einen gab es einen 9:6-Sieg gegen den SC Uchte, gegen den Aufsteiger VfB Stolzenau sogar einen 9:4-Erfolg. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Mittwoch oder unter www.diehake.de.